Ich möchte die ruhigen Minuten der Mittagszeit auf einen Freitag nutzen, um diese wenigen Worte ins Mikrofon zu sprechen. Denn es hat natürlich einen Grund, warum ich dies tue. Bevor ich den Prolog unserer Geschichte aufs digitale Papier niedergeschrieben habe, hatte ich zwei Gedanken im Kopf. Den einen betraf das unaufhörliche Ticken der Uhr, den anderen wiederum den des Bahnhofes. Und mich überkam dann alsbald die Idee, wie ich die passende Kulisse für diesen Bahnhof für mich ausmachen könnte. Meine Wohnung liegt in direkter Nähe zu einem Bahnhof. Und so begab es sich, dass ich mich zu später Stunde dorthin bewegte, einfach um meine Idee mit einem visuellen Schliff im Vorab zu versehen. Und sogleich musste ich dann feststellen, und einige von euch wissen sicherlich bereits, dass ich in Berlin wohnhaft bin, ja, dass diese Stadt auch zu sehr später Stunde für mein Vorhaben einfach zu belebt ist. Und hier die Beweisführung. Sehr geehrte Fahrgäste, der Zug S41, Rennbahn, Abfahrtszeit 18 Uhr, verspätet sich um wenige Minuten. Und wie euch höchstwahrscheinlich aufgefallen, ist auch die Deutsche Bahn obendrein ihren Ruf gerecht geworden. Dies zu meinem oberflächlichen Einblick in die klägliche Vorbereitung meiner Geschichtsschreibung. Ja, ursprünglich wollte ich euch mit diesem Video nur darauf hinweisen, dass ich mich gerade in der Endphase meines Abschlusswortes zu Dreamfall befinde. Naja, was heißt Endphase? Ich habe bereits meinen Text strukturiert niedergeschrieben, in Folge vollends ausformuliert. Und dieser ist letzten Endes länger geworden als anfänglich gedacht. Auch weil sich in Folge ganz viele lohnende Informationen aufgetan haben und auch gewisse Parallelen, mit denen ich mich näher auseinandergesetzt habe. Um dieses Abschlusswort nur noch zu vollenden und euch dann in Folge auch präsentieren zu können, muss ich es nur noch einsprechen und passend visualisieren. Daher benötige ich noch ein gewisses Zeitfenster und kann euch hierüber nur sagen, dass ich spätestens in der nächsten Woche damit fertig sein sollte. Vorher sehe ich leider keine Möglichkeiten, es zustande zu bringen. Mit diesem Abschlusswort ist aber dann auch der zweite Teil der Saga vollends abgeschlossen. Und ich kann dann nur hierüber betonen, dass sich meine Augen dann augenblicklich auf die Dreamfall Chapters richten werden. Ich habe auch gar nicht mehr die Geduld, noch länger darauf zu warten und noch mehr Zeit verstreichen zu lassen. Denn ich habe auch feststellen müssen, also im Nachhinein, wie sehr diese Saga meine Geschichtsschreibung in Bezug auf Let's Tell a Story beeinflusst hat. Das war mir vor und während des Entstehungsprozesses nicht allzu sehr bewusst. Aber im Nachhinein ist es auch verständlich, denn diese Saga ist, so glaube ich, Aushängeschild dieses Kanals. Und hat diesen auch größtmöglich geformt. Und das tut die Saga auch nach wie vor, da sie ja eine wahrhafte Herzensangelegenheit für mich darstellt. Und da ich mich zuvor schon in anderen Dingen so sehr in Geduld üben musste, will ich diesbezüglich der Dreamfall Chapters einfach nicht mehr tun müssen. Zumal ich ja eh nicht zu den geduldigsten Menschen gehöre. Was mit Draugen passieren wird, ich bin mir da noch nicht sicher. Denn ich habe für mich auch festgestellt, dass ich Projekte gar nicht mehr parallel laufen lassen möchte, weil ich sonst einfach den Fokus verliere. Eher bin ich dann dazu geneigt, mich anderen Projekten zuzuwenden, die sich außerhalb dieses Let's Play-Dasein bewegen. Andererseits weiß ich auch, dass Draugen jetzt nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen wird, weil das Spiel ja recht kurz gehalten ist. Ach, ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Wir werden einfach sehen, was die Zeit mit sich bringen wird. Ich freue mich einfach auf die Chapters und bin daher auch noch froh, dass uns diese Saga eine ganze lange Zeit erhalten bleibt. Ich meine, ihr kennt ja meinen arrhythmischen Rhythmus, was das Online-Stellen etwaiger Folgen betrifft. Und überdies wollte ich mich auch nochmal für die ganz tolle Resonanz des Let's Tell-Projektes bedanken. Ich hätte mit dieser vermehrten Resonanz einfach nicht gerechnet. Also was das Interesse betrifft, die Zustimmung, die Anzahl der Mitwirkenden. Ich bin da ganz baff und wirklich dankbar und freue mich einfach auf das metaphorische Spinnrad, das wir untereinander weitergeben und eben dadurch weitere lohnende erzählerische Fäden gesponnen werden, die mit Sicherheit ganz viel Unerwartetes und Kreatives mit sich bringen. Denn wenn ich einfach mal auf all die kreativen Köpfe blicke, die sich bereit erklärt haben, dieses Projekt mitzugestalten, sehe ich da eine ganz große Vielfältigkeit und überaus Spannendes und
Ach, und ich freue mich einfach darauf. Anderweitig weiß ich jetzt auch gar nicht, hierfür die angemessenen Worte zu finden. Und wünsche euch einfach ein angenehmes Wochenende. Gehabt euch wohl und schreitet wohl hinein. Das habe ich übrigens von Jolina gelernt. Na dann, bis spätestens nächste Woche. Eure Jane.